Und herzlich willkommen hier zur 58. Folge am Donnerstag von Transport Fever auf Micro Hazard TV. Ich bin der Ice Dragon und begrüße euch ganz herzlich hier wieder zurück. So, in der letzten Folge haben wir die Strecke nach Delbrück eröffnet. Lassen wir mal alles fahren hier wieder. Und da unten fährt auch der Zug fleißig nach Delbrück. Schaut es euch an. Ja, da ist er. In Doppeltraktion. 4-Wagen-Zug, also insgesamt 8 Wagen. Speed 150 gleich. Wunderbar, haben wir ja für Hochgeschwindigkeit ausgelegt. Hier oben geht es dann weiter nach Warburg. Und ich habe mich doch nochmal umentschieden, weil ich gesehen habe, dass das Bad Bramstedt relativ schlecht ausgerüstet ist. Wir haben hier einen Kopfbahnhof gebaut, was in der Hinsicht negativ ist, weil wir kommen hier hinten Richtung Warburg nicht raus. Ich müsste den ganzen Bahnhof abreißen quasi und hier einen Kopfbahnhof hinstellen, also Quatsch, Kopf, einen normalen Durchgangsbahnhof. Und dann müsste ich hier Gebäude wegreißen, um hier rauszukommen. Und das wäre ungünstig. Deswegen lassen wir das so stehen und wir werden dann einfach einen Bus nach Warburg fahren lassen. Und ja, auf dem Wege fahren wir dann mit dem Bus nach Warburg. Finde ich ganz interessant. Machen wir einfach. So, hier werden wir schon mal die Straße dementsprechend upgraden. Hier will ich nämlich eine 4-spurige Straße haben. So, Upgrades. So, fangen wir hier an. Und los geht's. So, einmal Straßen-Upgrades. So, die Brücke wurde gleich mitgeupgradet. Die werden wir aber erneuern. So, so, so. Jetzt wären wir in Warburg schon mal mit der Straße her. So, gut. Lassen wir so stehen. Die Brücke reißen wir ab und machen eine neue hin. Da will ich keine historische mehr haben. Da möchte ich jetzt eine ordentliche, schöne neue haben. So, und halt Landstraße natürlich. Kollision. Womit kollidiere ich denn? Aha, ein bisschen höher, dann passt das. Okay. Und noch ein bisschen höher machen, dann kann unten auch wieder was durchfahren. Aber sieht komisch aus. Egal. Wir wollen ja eh nicht mit Schiffen langfahren, von daher passt das. So. Jetzt ist hier nämlich eh nicht mehr erreichbar für den Schiffverkehr. Seht ihr, abgeschnitten hier hinten alles. Basta. Erledigt. So, was ist das hier? Wie tut ihr denn hier Gelände machen? Na ja, gut. Hat er wieder nicht hingekriegt. Ordentlich. Naja, gut. Dann fahren sie halt da durchs Grüne durch. Fahren sie über den Sand. Hat ja Sand hingeschüttet. So, gut. Okay, eine neue Brücke haben wir gebaut und wir haben die Straße nach Warburg von Bad Bramstedt. Und wir machen erstmal die Gleise, würde ich sagen, hier von Warburg weg. Denn wir müssen ja von hier auch wegkommen mit ein paar Gleisen. Und da schauen wir mal, wie wir hier am besten wegkommen. Ich würde sagen, die Straße reißen wir nochmal ab. Die machen wir dann später und jetzt machen wir erstmal die Gleise, würde ich sagen, dass wir hier gut wegkommen. So, demzufolge fährt nur ein Zug hier hin, das heißt, wir brauchen auch nur eine Weiche und dann sparen wir uns die restliche Weiche. Ja, speichern wir schöne Runde währenddessen. So. Und hier machen wir trotzdem einen schönen Weichenkreuz hier hin. Das ist gut. So, 180. Ja. 150 reichen auch. So. 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 Jetzt müssen wir hier rüber. Hier hinten hin. Hier müssen wir hin. Sind wir also von hier dahin. Dann schauen wir mal, dass wir da wieder hinkommen. So, mal Kurve machen hier. Gleisbau nach Warburg. So sieht's aus. Da wollen wir hin. Da müssen wir hin. Ne, 300 will ich haben. Und dann geht's hier immer schön geradeaus nach Warburg. Runter den Berg hier zum Wasser runter. Ihr seht, so schnell können wir gar nicht runter, wie es hier runter gehen soll. Von daher müssen wir hier einen kleinen Bandamm bauen, aber auch nicht weiter tragisch. Geld haben wir ja im Überfluss in der Zwischenzeit. So, und jetzt geht es hier über das Wasser rüber. Da müssten wir einen Einschnitt machen. Dann machen wir einen kleinen Einschnitt, obwohl, nee, nicht ganz so. Ein bisschen hoch können wir ruhig. Dann können wir mit dem Wasser nämlich ein bisschen erhöht hier übers Wasser rüber. So, wir müssen da hinten über die Straße rüberkommen. So. Na, ich würde gerne ein bisschen später noch anfangen. Machen wir hier. Na, nee, Quatsch. Blödsinn. Blödsinn gebaut. Muss ja auch mal sein. Muss ja auch mal Blödsinn machen, wa? So, ein bisschen höher wollte ich. Nee, als Damm bitte. Danke.
So. Machen wir das zweite gleich noch hinterher ziehen, ein Stück. So, und jetzt will ich von hier eine Brücke haben. So. Und zwar, ja, nee, bleib mal oben. Bleib mal oben, wir müssen ja hier über die Dings. Ich möchte eine schnellere Brücke. Ja, Lebensdauer. Zug 54, da müssen wir mal schauen dann später. Müssen wir uns mal merken, dass da ein Zug mit der Lebensdauer kämpft. So. Genau, bis dahin. So, jetzt will ich hier einen Bahndamm haben. Nee, bleib mal oben. Wir müssen ja hier über die Brücke, über die Straße noch rüber. Mal ein Stück höher bitte. Jetzt will ich über die Straße rüberkommen. So. Und jetzt hier auch wieder schöne, lange, ewig lange Brücke. Nein, wir können ruhig mal ein bisschen runtergehen. So. Ich möchte aber die andere Brücke haben. Viel zu hoch, viel zu hoch. Mach mal tiefer. Nee, ich kann nicht tiefer machen. Warum nicht? Ich könnte es natürlich jetzt hier einfach hier runterziehen, bis aufs Dings wieder ruf. Lustig aussehen. So eine lange Brücke, so hoch, viel zu hoch. Ach Gott, ist das hoch. Ist ja schrecklich. Nee, nimm mal hier einen Ansatz weg vorne. Und mach mal nur bis hier. Und jetzt fangen wir hier an. Immer noch so monströs hoch. Ist doch viel zu hoch. Mensch, was soll das? Was soll denn das, ne? Machen wir hier ein bisschen abflachen. So. Müssen wir manuell ein bisschen nachhelfen hier. So, ne, nicht ganz so steil. So. Ja, mach mal so, genau. So. Jetzt fangen wir mal hier an. Guck mal, der sieht besser aus. Nicht ganz so hoch. Ist aber noch recht hoch, aber ist okay. Muss okay sein. Dann machen wir mal hier auf Abflachen, dann können wir hier nämlich gleich einfach wieder runterkommen auf den Boden. Auf den Boden der Tatsachen. Weil da können wir auf der Brücke jetzt nur 260 fahren in der Spitze, aber es ist auch egal. Boote würden sogar nach unten durchkommen. Also Boote. Rede von Schiffen natürlich. Die würden sogar noch unten durchpassen. So, dann docken wir direkt wieder an und dann haben wir die Strecke nach Warburg auch schon komplett eigentlich. Ist sie eigentlich schon komplett. Ziehen wir die andere Brücke noch hinterher. So, die andere Hälfte hier. Das kostet mal schnell fast 1 Million, aber egal. Geld spielt keine Rolle. Ja, wir sind hier ohne Probleme unterwegs. Hier haben wir eine leichte Senke drin. Naja, gut, okay. Passt schon, passt schon. Gut. Die Brücke ist nach unten geneigt. Ne? Ja. Ja, das passt. So. Gut, Strecke nach Warburg haben wir. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein paar Signale wieder. Und wenn wir die erledigt haben, dann können wir hier auch schon Züge fahren lassen, theoretisch. Hier bräuchte ich mal einen Wegpunkt, bitte. Wegpunkt, Wegpunkt. Und jetzt bitte Signale. So, Ausfahrsignale einmal. Und dann natürlich die passenden Einfahrsignale und nochmal ein Ausfahrsignal. So, wir legen jetzt die Signale hier bis an das Dreieck, wo wir die Signale ja schon haben, wegen Delbrück. Und ab dort brauchen wir ja keine mehr setzen, da haben wir ja schon welche. So. Ja, hier unten haben wir jetzt die Straße, die neu gebaute, zweispurig in jede Richtung Straße. Wo wir dann schön fahren können mit dem Bus in Richtung Bad Bramstedt. Werden wir auch gleich noch einrichten. Und dann haben wir das. So, gut. Dann haben wir das auch. Die Strecke ist dann auch fertig in Richtung Warburg. Hier könnten wir ganz ehrlich die Brücke mal anders bauen. Das sieht doch kacke aus. Was ist denn das für ein Blödsinn hier? So, mach doch mal die Kacke weg. Das ist doch Schwachsinn. So. Von da. Nee, gerade raus. Gerade. Danke. Ja, mach höher. Nee, nicht hier höher. Da hinten höher. So, dann zieh halt erst die Brücke rüber. Höher, höher, noch höher. Gut.
Ach ja. Gut. So doof aus, ne? Man muss echt schon den Bahndamm, also quasi den Bahndamm, den Straße quasi vorher schon hochziehen, damit das nicht so kacke aussieht. So, und da ist die Straße an Deck, ansetzt du die Brücke. Jetzt wieder auf glatt. So, dann sieht es nicht ganz so beschissen aus. So, gut, so können wir lassen. Und jetzt hier die Kurve. Kurve, Kurve. Danke. So. Sieht ja viel schicker aus. So, hast du deine Hauptverbindung wieder auf zum Bäckern da oben. So, gut. Straße ist wieder da. Verbindung also nach Bad Bramstedt wäre dann auch möglich mit dem Bus von hier. Wie er hier rausquält, müssen wir mal gucken. So, wir brauchen natürlich erstmal hier Warburg vorbereiten. Ja. Können allerdings schon mal Züge fahren lassen. Was lassen wir da fahren? Wäre was für diese hochmodernen Monsterdinger nochmal hier unten, die hier unten fahren. Allerdings nicht so lang, sondern ein bisschen kürzer. Und dann schauen wir mal. Die würde ich sagen, die nehmen wir hier einfach. Die fahren wir schön Speed drauf. So, scrollen wir mal weit, weit, weit nach unten. Nämlich nach ganz unten. Da ist er. So, wen nehmen wir denn? Welchen nehmen wir denn? Warte mal. Der hier hat 12 Waggons hat 510. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Der Long 380. Wir nehmen den Medium, oder? Den mittleren, der reicht, denke ich. Nehmen wir drei Stück. Und die setzen wir alle auf die nicht vorhandene Linie. Die müssen wir nämlich erstmal erstellen noch. Berlin hier mit dem gesenkten Bahnhof. Guckt euch an, hier wird überall Häuser gebaut. Ja, wird schön eingebaut schon. Der Bahnhof hier, der Tunnel hier unten auch. Er wird bald zugeschüttet von hier oben. Alles schön eingebaut. Das Ding wird allerdings nicht besonders stark eingebaut, weil hier einfach ja viel Fläche benötigt wird für das Teil irgendwie, keine Ahnung. Und ja Gott, die Ecke hier sieht ja auch aus, wie hier rumfahren, ne? Und die Ecke hier, die Straßenbahn. Guck dir das mal an hier, wie das aussieht. Hier unten. Knick, knick, knick. Wenn ihr abbrechen die Züge quasi, ja. Lass doch mal die Straßenbahn durch. So, gut. Da ist der Zug wieder mit 0 Fahrgästen Richtung Delbrück. 0. 0 ist wahnsinnig viel, ja. Warum liegt denn da so viel Baumaterial und so wenig anderer Kram? Naja, ihr macht es schon. Lassen wir einfach laufen. Wird schon. So, die Linie wollten wir erstellen. Die Linie. Eine neue Linie bitte. Und zwar von Berlin natürlich über diesen Wegpunkt. Und dann geht es rüber bis nach Warburg. Nach Warburg. Genau. Auf diesem Wegpunkt nach Warburg. So, haben wir die Route fertig. Eigentlich ist die Strecke nicht weiter als nach Delbrück. Waren trotzdem will ich hier drei Züge fahren lassen. Das ist ja Blödsinn eigentlich. Gut, nehmen wir nur zwei erstmal, ne? Okidoki. So, Linie machen wir wieder blau, wie alle anderen Linien auch, die ÖPNV, Quatsch, Fernzüge sind. So, P, Berlin, so haben wir das mal gemacht. So, Warburg. So, Berlin, Warburg und wenn wir die Züge mal rausjagen, wir machen aber nur zwei, einen verkaufen wir wieder. So, tschüss. Und die anderen zwei gehen auf die Berlin-Warburg-Linie und ICE ist gerade einer vorbei. Sehr schön, kann er ihm gleich folgen. Unser hochmoderner Zug hier unten, wieder mal. Ist von RE nach Leipzig, aber wir fahren jetzt trotzdem nach Warburg. Auch wenn da Leipzig dran steht, ist mir egal. Schön mit den Haltestellen nochmal hier, Berlin Hauptbahnhof, Ludwigsfelde, keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Teltow, soll das Teltow sein? Könnte Teltow sein. Teltow, Luckenwalde, Jüterbock, Lutherstadt Wittenberg, Bitterfeld, nee, nicht Bitterfeld, keine Ahnung. Döberitz, glaube ich, nach Leipzig. Doch, es könnte irgendwas Bitterfeld sein. Keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich nicht lesen, ist zu verschwommen. Lassen wir mal fahren. Er setzt jetzt ein in Berlin Hauptbahnhof, sobald er denn da ist. Verfolgen wir ihn mal bis Berlin. Und dann noch weiter nach Warburg. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge, denn diese Folge ist zu Ende. Ich bedanke mich, dass ihr da wart.
Hoffe, ihr hattet viel Spaß und verbleibe bis dann und sage ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!